Burger Essen New York. Die besten Burger. Wo sind die besten Burger? Wenn ihr das wissen wollt, kommt, schaut euch das Video an. Hallo Leute, hallo YouTube. Ja, ihr seht mich hier schön im Sonnenschein sitzen. Allerdings ist es nicht ganz so warm, wie es sich vermuten lässt. Gestern hatten wir noch 17 Grad und heute haben wir mal gerade wieder 4 Grad. Dieser Up and Down, Frühling, Winter, wie auch immer hier in New York geht weiter. Heute ist Freitag. Heute gibt es einen ganz normalen New York Vlog. Und zwar, ich laufe mit euch hier, bin jetzt in der Public Library von der Grand Central Station rübergegangen. Bryant Park und laufe mit euch Richtung Flatiron und treffe mich da mit dem Holger und da werden wir heute mal langsam eine Reihe Burger testen. Ja, wir hatten ja gesagt, wir wollen mal eine Videoreihe machen, wo wir Burger testen hier in New York, und das werden wir heute tun. Wir werden heute wahrscheinlich zwei Burger testen. Dabei nehme ich euch mit. Es gibt ein bisschen schönes New Yorker Stadtleben hier und ich bin mit dem iPhone am Filmen, iPhone-only-Vlog heute sozusagen. Und auf dem iPhone habe ich das MKE 200 drauf von Sennheiser. Ich kann euch das mal gerade zeigen. Moment, dafür müsste ich aber mal kurz hier meine Insta anmachen. Mal sehen, ob das klappt. So ganz schnell und spontan. Ja, klappt. Ich gehe mal auf Aufnahme und zeige euch das mal. So sieht das aus. Und ich filme mich gerade mit der Backkamera, mit der Wide-Kamera. Ja, so sieht das Setup aus, mit einem Adapter fürs iPhone, und ich hoffe, dass der Ton einigermaßen gut ist, denn wir haben ganz schön viel Wind, ganz schön viel Sturm, gleichzeitig auch in Deutschland, habe ich gehört in den Nachrichten, aber hier ist es auch ganz schön stürmig. Und deswegen habe ich das jetzt mal so gemacht, das Setup, um mal zu gucken, ob ich damit einigermaßen gut über die Runden komme. Es wird ja empfohlen, mit der Wide-Kamera zu filmen, weil das die beste vom iPhone ist. Das kann ich auch nur bestätigen. Bei guten Lichtverhältnissen kann man mit der Frontkamera und auch mit der Wide-Kamera hinten filmen. Wir können übrigens mal den Kinomodus ausprobieren. Dazu fragt sich natürlich, wie kontrolliere ich das Bild hier, ne, weil ich sehe jetzt kein Display. Da habe ich eigentlich ganz einfach die Möglichkeit, hier auf meiner Apple Watch die Aufnahmen zu starten und wieder zu beenden. Das mache ich jetzt mal und dann gehen wir mal in den Kinomodus rein. So, jetzt sind wir im Kinomodus.
Das heißt also, ich kann jetzt im Nachhinein das Bokeh bearbeiten. Ich bin mal gespannt, wie das Ding jetzt performt, weil das ist allerdings nur in 1080p möglich, also nicht in 4K 60 bzw. 4K 30, sondern nur in 1080p und ich glaube auch nur in 1080p 30 FPS. Müsste ich aber nochmal nachschauen. Wenn es anders ist, blende ich es hier unten ein. Ja, wie gesagt, wir werden jetzt hier mal ein bisschen B-Roll aufnehmen, ein bisschen Street Life, ein bisschen Eindrücke von New York, schön mit Musik hinterlegt, Bryant Park und so weiter, und gehen dann die Sixth Avenue runter, ein bisschen am Empire State Building vorbei, und danach werden wir dann zum Flatiron gehen. Da ist der Madison Square Park und da gibt es Shake Shack. Das ist sozusagen die Geburtsstätte des ja, mittlerweile Kultburgers hier in den USA. Mittlerweile gibt es das ja auch weltweit. Da werden wir einen Burger nehmen und dann wissen wir noch nicht, wo wir den zweiten nehmen. Das werden wir dann einigen Kriterien unterziehen, die der Holger aufgeschrieben hat. Und dann werden wir am Ende irgendwann, wenn wir mal so 5, 6, 7, 8 Burger durch haben, werden wir dann mal so ein Video davon machen und werden dann die besten Burger von New York küren. Also, ich nehme euch mit, habt viel Spaß und wie gesagt, iPhone only. Unterwegs auf dem Superweitwinkel und laufe gerade jetzt über die 6th Avenue. Die 6th Avenue wird immer ein bisschen unterschätzt. Ne? Die meisten laufen über die 5th Avenue, aber auf der 6th Avenue gibt es durchaus ein paar schöne, interessante Sachen zu sehen. Zum Beispiel gibt es da hinten brasilianisches Sushi und auch die Läden sind nicht ganz so fancy wie auf der 5th Avenue. Allerdings mag ich die 6th Avenue. Und jetzt kommen wir gleich hier vorne auf die Ecke zu Macy's und auch das Empire State Building. Auch eine schöne Ecke. Ich finde, so ein kleiner Park, der schreit danach, ein paar B-Roll-Aufnahmen zu machen, bevor ich dann nachher in den Madison Square Park gehe. Square, 32. Straße, Broadway, finde ich auch ein ziemlich cooler Platz. Ne? Hier geht auch übrigens der Fast Train rüber nach New Jersey und hier geht so eine Querstraße runter zum Flatiron District. Ich denke mal, ja, die nehme ich jetzt auch und über uns thront dann immer das Empire State Building. Das ist wirklich ein ziemlich beeindruckendes Gebäude. Thank you.
So, wir sind wieder zurück auf der Fifth Avenue. Hier kreuzt der Broadway die Fifth Avenue am Madison Square Park. Hier hinter mir ist der Madison Square Park. Und hier beginnt auch der Flatiron District mit diesem ikonischen Gebäude da. Das sieht auch ein bisschen aus wie ein Bügeleisen. Am Ende des Tages heißt der aber Flatiron District, glaube ich, weil da früher ziemlich viel mit Klamotten und so alles Mögliche da unterwegs war. Das nennt sich hier Worth Square und hier ist ein wirklich schöner Platz. Hier kann man öfter mal hingehen. Hier im Washington Square Park gibt es ein Shake Shack und das ist die Wiege des Shake Shack. Da werden wir dann gleich hingehen, mit uns zum Holger treffen und den ersten Burger verspeisen. Wir werden sehen. Ich mache jetzt ein bisschen B-Roll für euch. Wie viel haben wir jetzt? Ja, ist noch ein bisschen Zeit. Eine halbe Stunde habe ich noch Zeit. Machen wir ein bisschen B-Roll. Und dann treffen wir uns nachher zum Burger essen. Hier sind wir auch schon vom Ur-Shack-Shack. Und ist gar nicht so viel los heute. Allerdings ist es auch echt kalt hier. Wir haben Gott sei Dank da so ein paar Zelte aufgebaut. Das kann sich natürlich auch stündlich ändern, dass hier ein bisschen mehr los ist. Ich gehe noch ein bisschen durch den Park und dann hoffe ich, dass der Holger gleich vorbeikommt. Podcast aufgenommen und mein lieber Herr Gesangsverein, ich sag euch, es ist fucking freezing. Wir gehen jetzt einmal hier um den Dinges rum. Ich folge dir einfach. Dann kann der Holger mal ganz kurz was zu Shake Shake sagen. Weißt du ungefähr, wann das hier... weiß ich nicht, wann die gegründet wurden. Okay, ich werde es dann einfach mal unten gerade einblenden. Ja. Auf jeden Fall ist hier die Wiege sozusagen. Ne? Genau, die Wiege des Weltkonzerns Shake Shack. Die Wiege, hier haben die ersten, hier sind die ersten Burger gebraten worden. Und wir werden jetzt den Double Cheese. Ein Double Cheese Burger oder ja, ein Shack Burger heißt der, glaube ich. Genau, Shack Burger werden wir jetzt testen. Dabei werden wir natürlich gleich dann auch kurz schon mal einen kleinen
kleines Resümee abgeben. Die Kriterien werden sein, wie sieht er aus, der Burger? Genau. Wie ist das Brot, wie ist der Käse und wie ist das Fleisch? Also wie sieht er aus, das Burger? Wie sieht er aus und was noch? Wie ist das Brot? Wie ist das Brot? Wie ist Käse, Fleisch und Käse, vielleicht noch Fleisch. Wie viel Grünzeug ist drin? Und der Juiciness-Faktor? Juiciness, ja, natürlich, stimmt auch. Juiciness-Faktor. Beim Fleisch kommt das dann hin. Okay, Holger besorgt die Burger, ich filme und dann werden wir uns gleich in so ein Zelt da hinten begeben und dann hoffentlich nicht mehr so viel frieren. Genau. Be my only way, be my one away. You're my only way, in my heartbreak. Be my heartbreak. Auf geht's. Der Shake Shake Burger. Alles für die Wissenschaft. Es ist so kalt hier. Der Shake Shake Burger. Das ist ein Double Shake Shake mit Cheese, Bacon, Grünzeug. Gucken wir mal, wie das Ding aussieht. Das ist ja schon warm. Ah, guck mal. So. Einmal kurz für die Kamera hier. Da ist er. Ja. Von der Anrichtung her ist er jetzt halt klassisch Streetfood in der Tüte drin. Also nicht hier fancy auf dem Teller mit so einem schönen Stab oder irgendwas drin. Ja, würde ich auch sagen. Brot ist ziemlich weich. Aber das sind, wie nennt man die, Potato Buns, ne? Der ist auch bei weitem nicht so, also nicht so fettig wie der letzte, den ich davon hatte. Ne? Hatte ich nochmal ein bisschen Pech gehabt. Ja, hast du erzählt, in Bummeln warst du irgendwo. Der sieht ganz gut aus. Ne? Also komm, lass uns mal reinbeißen. Beziehungsweise erstmal ein Bier. Ja, ein bisschen Kehle benässen und dann rennen damit. Bier und Burger geht immer, Leute. Bier und Burger geht immer. Die Dinger, die schmecken einfach einzigartig. Ich weiß nicht, was die machen da, aber... Also, ganz ehrlich... Der ist noch besser als der erste da unten im Center. Ja. Also hier, der ist... Das hat die Original-Shake-Shake-Bude hier, die haben drauf. Wie gesagt, ich hatte ja einmal das Problem beim Brooklyn da, weil der war sehr fettig gewesen. Das kann man dann auch schon sehen, ne? Aber ganz ehrlich, der ist super hier. Und das Brötchen ist auch nicht so übertrieben voll. Also man kriegt den gut in den Mund rein. Das Fleisch. Also vom Geschmack her ist ja wirklich super. Ich würde mal sagen, ein Brötchen könnte vielleicht ein bisschen... Ein bisschen matschig, ne? Könnte ein bisschen crisper sein, oder? Ja. Ja gut, aber gehört wahrscheinlich auch irgendwie zu dem Burger dazu, ne? Das ist hier irgendwie so Paprika oder was ist das da oben drauf? Das sieht aus wie ein Paprika-Relish, ja. Ja, Paprika, ne? Ja, guck mal, da ist ein Paprika drin. Schöner Cheddar verläuft da und er hat ein bisschen Schärfe. Der ist besonders. Also der vom Geschmack her ist er sehr, sehr lecker. Ein bisschen matschig. Ist auch ein Smashburger, ne? Das ist ein Smashburger? Also, nee. Achso, ja, der wird nicht auf dem Grill gemacht, sondern auf einer Platte und die drücken den. Genau, es gibt ja noch diese Smashburger, vielleicht essen wir da vielleicht sogar heute noch einen von, wer weiß das. Sind wir vielleicht noch einer näher. Und der wird dann so drauf gesmashed sozusagen. Ne? Genau. Bewerten wir den denn jetzt schon? Ja, wir können kurz, ja klar, jetzt ist er gerade präsent, ne? Genau, also müssen wir eigentlich machen, ne? So. Wir können das dann nachher nochmal befassen, das ist ja alles nochmal in einem Video zusammen. Aber Skala von 1 bis 5. Und nochmal 1 bis 5? Ja, irgendeine ungerade oder Zahl. 110. Das ist ja wieder eine gerade Zahl. Also irgendwo in der Mitte. 1 bis 5 ist, 1 bis 5 1 bis 5 ist gut. Ja. Also was hatten wir gesagt? Was bewerten wir? Also das gut, Erscheinungsbild von dem Burger, ich weiß es nicht, wenn wir jetzt irgendwann in so ein Restaurant reingehen und da kommt einer mit dem Teller an, da kannst du hier natürlich nicht gegen konkurrieren. Erscheinungsbild würde ich jetzt einfach mal eine 3 sagen. Ist nichts super, aber auch nichts Schlimmes. Ne? Ja. Also er schmeckt wesentlich besser, wie er aussieht. Absolut. Ich würde sagen,
Und ja, Brot, hast du eben schon gesagt, ist ein bisschen zu weich. Ein bisschen weich, passt aber vielleicht zu dem Burger, würde ich sagen. Hast du diese Potato Buns, die sind von Haus aus ein bisschen weicher. Da würde ich dann aber auch eher eine 3 geben. Ja. So, aber dann... Bin ich bei dir, ne? Dann kommen wir zum... Aber der, also das Fleisch... Das Fleisch, Geschmack oder Fleisch... Ja, Geschmack, da müsste man eigentlich über die 5 hinausgehen, weil der ist halt überragend. Ja. Also Geschmack hat er auf jeden Fall eine 5. Mhm. Ich kann ja mal so einen kleinen Vergleich ziehen zwischen Smash Burger. Ich hatte ja schon Smash Burger gehabt. Da muss ich sagen, war mehr Juicy in das drin bei dem Smash Burger, was aber nicht so gepasst hat. Das war ja fast zu viel Juicy. Die sind aber auch dicker, die Smash Burger. Ja. Ne? Hier, das ist eigentlich perfekt. Ne? Ihr könnt doch mal sehen hier. Ne? Also eigentlich perfekt. Das Einzige, was mich jetzt hierbei ein bisschen stört, Brötchen könnten ein kleines bisschen nicht so ein bisschen härter sein. Ein kleines bisschen. So. So. Jetzt werden wir mal ein bisschen in Bewegung kommen, damit man mal. Also der nächste Burger wird definitiv drin verzehrt. Absolut. Ne? So, wir werden jetzt so wieder Richtung Midtown gehen. Aber wir sind ja eigentlich schon in Midtown eigentlich. So also Richtung Grand Central, so die Ecke da. Ja. Und dann gucken wir mal. Am Bärburger oder was? Achso, ja, Bärburger. Also es ist einer hier Downtown. Da war ich schon mal. Downtown. Calm you down cause you've been acting reckless. Flood the ring and I bust down the necklace. Doesn't mean a thing, just know I spend it. Doesn't change a thing, just know I spend it on you. Get you Louis if you want it, no, that's nothing, no. You can tell me that it's something, but it's nothing, no. You ignore me, but you're always on that phone. Acting funny, but you tell me that you love me though. Yeah, yeah, you tell me that you love me though. Wanna believe it, but I feel it that it's something wrong. Babe, just tell me what's going on. Be my heartbreak. So, Holger. Frank. Wo sind wir? Da ist dein Glas. Cheers. Holger, wo sind wir? Wir sind bei Bear Burger, eine Bio-Burger-Kette hier in New York City, die ich auch als sehr lecker in Erinnerung habe. Sieht auf jeden Fall schon mal ganz nice aus hier. Und ich habe jetzt mal das Mikrofon vom iPhone runtergemacht, damit es hier nicht so aufträgt und wir mehr oder weniger ein bisschen Ruhe essen zu können. Genau. Das ist so ein bisschen Restaurant-Style. Hier wird man auch bedient. Nicht so wie bei Shake Shack auf der Straße. Da wird es wahrscheinlich in den Präsentationspunkten, könnten die ihn bloß machen. Ja. Na, wie gesagt, ich bin gespannt. Bear Burger muss jetzt, tritt jetzt sozusagen gegen Shake Shack an. Ja. Shake. Und wir werden sehen, wo wir ihn einsortieren können. Wir werden es dann gleich auf jeden Fall zum kleinen Fazit wiederhören. Mit Kontrollmonitor auf der Watch. So, Prost! Cheers! Ja, warte, ich drehe euch. Ich drehe euch natürlich auch noch. Also der Erik hat uns auch mittlerweile beehrt hier. Prost, genau. Wir brauchen einen Unparteiischen. Genau. Und wir haben jetzt, was haben wir bestellt? Wie heißt der? Blue? Irgendwas mit Blue. Irgendwas mit Blue Cheese. Ein Burger mit Blue Cheese bestellt. Blue, Cheese. Blue Onion. Blue Onion, oder? Blue Onion? Nee, ne. Blue Eagle. Nee, Blue, let's see. Ich trinke erstmal. Smoky Blue. Smoky Blue. Smoky genau. Blue. Hat sich sehr gut angehört. Ja. Mit Blue Cheese und so ein Kram. Und ein schönes kleines Bier. Ja, ein kleines Bier, ja. Bevor ich dann die Abmoderation vergesse, verabschiede ich mich jetzt schon mal. Ne? Nein, wir hören uns natürlich gleich nochmal zum Fazit. Jo. Jungs, Burger Time. Thank you. Thank you. Und Holger? Ja, das sieht schon mal ganz gut aus, ne? So von der Präsentation her. Die Frikadelle ist auch deutlich dicker. Genau, geh mal die Details durch. Ja, das Brot ist, das ist ein Brioche-Bun mit Körnern. Weich, aber nicht ganz so matschig, ne? Wir haben auch Bacon drauf, der Blauschimmelkäse. Ja, hier noch geguckt, das wird mal reingebissen, ne? Mhm.
das sagst. Ein auffallendes Unterschied ist, es knackt tatsächlich. Es knuspert. Hier oben der Bacon ist sehr knusprig. Die Frikadelle ist okay. Also die Shake Shake Frikadelle hat mir besser gefallen. Brot von der Konsistenz her auch besser als der Shake Shake. Aber vom Geschmack her kommt es da nicht ran. So, dann der Frankie auch noch. Erstmal hier dieses Fähnchen da raus. Das Bear Burger Fähnchen. Achtung. Und dann winkt schon die weiße Fahne. Und dann der erste Eindruck. Aussehen tut er nicht schlecht. Mhm. Schmeckt auch gut. Wenn man mal bis an die Soße ran ist. Ja. Ist natürlich klassisch, weil wir jetzt Blue Cheese genommen haben. Ne? Ja. Schmeckt ja natürlich, kann ja gar nicht wie der Shake Shake schmecken. Das geht ja schlecht. Aber der Unterschied halt zur Frikadelle ist halt der Smash. Ne? Der Shake Shake ist ein Smash Burger wahrscheinlich. Und der hier ist normal gegrillt. Das ist ein normaler Patty. Ne? Hierbei gefällt mir das Brötchen besser. Der Geschmack ist komplett anders. Mhm. Das ist reine Geschmackssache. Ich würde mal sagen, der Shake Shake hat mir besser geschmeckt. Auf den ersten Biss. So. Kommen wir zum Fazit. Und dafür drehe ich euch zum Holger und immer mal wieder zu mir rüber. Holger. Ja, was waren denn unsere Bewertungskriterien? Brot. Also das Brötchen war irgendwie besser, weil es fester war und es hat auch geknuspert. Da würde ich 4 von 5 Punkten geben. Das Fleisch hat mir nicht gefallen. Also das sah so ein bisschen aus wie eine Formfleischfrikadelle in die Fritteuse geworfen. Und obwohl es Bio ist, würde ich hier auf keinen Fall weiter als die 3 gehen mit dem Fleisch. Ja, das drumherum, die Anrichtung war sehr schön, 4. Und Geschmack auch gut. Ja, also. Erik hatte auch Essen, kann man essen. Essen, ja. Das Gesamtnote, ich würde mal sagen, 3,5. Ja, was man schon mal sagen kann, ist, handwerklich ist er gut gemacht. Ne? Ihr seht den roten Streifen. Es fällt. Es wackelt. Handwerklich ist er gut gemacht. Ich würde da Kondom mit Holger gehen. Kondom? Konform ja. Mit Holger gehen. Der Shake Shake war so ein bisschen der rotzigere Burger, aber der war auch viel, viel kultiger und besser. Ja. Der hat besser geschmeckt. Wahrscheinlich war auch viel mehr Fett dran und viel ungesünder, weil das ist ja Organic Beef. Ne? Allerdings die Komposition mit dem Blue Cheese und den karamellisierten Zwiebeln war okay, war schon geil. Also, das heißt also, Brötchen war besser bei Shake Shake, eine 3 oder so. Der Brötchen war besser, aber hier meinst du? Ja, war hier. Bei Bear Burger, ja. Also da kann man eine 4, geben. Fleisch würde ich zwischen 2 und 3 geben. Gesamtkomposition 3,5. Auch? Oh, okay. Aber nicht 4. Ne? Der war nicht so gut. Der ist gut. Kaum auf dem Plastikteller kam er, ne? Der war nicht so gut. Also wie gesagt, der Plastik. Ja. Immerhin gab es einen Teller. Immerhin gab es einen Teller, ja. Stimmt. Was man aber sagen muss, dass Brooklyn Ale hat eine 5 verdient. Ja, ich bin gerade fertig geworden. Ding. So, das. Dann muss ich jetzt mal kurz nochmal. So. Das bringt mich dann auch dazu, den Vlog jetzt hier endlich mal zu beenden. Ja. Der zieht sich schon ewig. Wir sind ein bisschen durch die Stadt gelaufen, haben 2 Burger gegessen und jetzt alles, was ab jetzt passiert, ist private. Und deswegen sagen wir Tschüss. Der Holger. Tschüss. Erik. Und der Frankie. Macht's gut, hört rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.